Alter Schäde. Was geht ab, meine lieben Freunde? Wir haben es geschafft. Endlich ist es vorbei. Das Bad-Experiment ist beendet. Woo! Wir haben es heute, den sieht man's. 2. Mai, Freunde. Ja, wir sind etwas über dem einen Monat, aber es ist nicht schlimm, Freunde. Das ist das Ergebnis. Ja, Mann. Ja, Freunde, es war wirklich ein sehr, sehr, sehr interessantes Experiment. Ich wollte ehrlich gesagt schon zwischendurch einmal aufgeben, indem ich gesagt habe, boah, scheiß mal drauf, es checkt doch eh keinen, es interessiert doch eh keinen, es really, hat gar nichts mit meinem Content zu tun, es ist einfach nur so ein gammeliges Experiment. Aber nein, Freunde, Doggy 3DL steht für durchziehen, Doggy 3DL steht für Fokus, meine lieben Freunde, deswegen haben wir das Ganze durchgezogen. Wir machen jetzt Folgendes, wir gucken uns jetzt mal das erste Video an, danach das zweite, danach das dritte und danach gucken wir uns das jetzige an. Fangen wir an mit Woche 1. Ja, man sieht hier auf jeden Fall, da hat sich noch nichts richtig getan. Bart ist noch ganz normal und flieg, ja. Das war jetzt die erste Woche. So, jetzt gehen wir mal rüber zu Woche 2. Auf jeden Fall, Freunde, wir haben 2 Wochen geschafft, mein Bad-Experiment. Okay, bei Woche 2 erkennt man schon einen kleinen Unterschied. Man erkennt schon, dass sich da ein bisschen was getan hatte. Ja? Aber auch nicht die Welt, aber es hat sich was getan. So, Woche 3 war natürlich dann schon ein bisschen krasser. Da konnte ich sogar schon ein kleines Zöpfchen da unten machen. Also es war schon ein bisschen heftiger. Und jetzt natürlich das Finale, Freunde, Woche 4, ein Monat Bad-Experiment. Ich gehe jetzt auf jeden Fall gleich sofort in die Toilette und werde auf jeden Fall hier ein bisschen einen kleinen Übergang wieder reinmachen. Das sieht ja wirklich einfach schrecklich aus, Freunde. Das war jetzt ehrlich gesagt jetzt kein Experiment, wo ich jetzt Klicks machen wollte oder sonst was, Freunde, sondern das war einfach für mich so ein kleines Selbstexperiment, so eine Art, ja, Tagebuch. Kann man so sagen, ja. Also ich wollte selber mal wissen, wie sehe ich aus nach einem Monat ohne den Bart zu. Ich habe ehrlich gesagt, ich habe sogar ein bisschen gespart, ne? Ja, Mann. Das ist eigentlich eine coole Aktion gewesen. Probiert selber mal aus, Freunde. Guckt mal selber, wie es euch gefällt, einen Monat lang sein Bart nicht zu rasieren. Vielleicht den einen oder anderen gefällt es vielleicht. Für mich ist das ehrlich gesagt ein bisschen zu lang, ein bisschen zu Taliban-mäßig. Sieht ein bisschen zu heftig aus. Es hat mich gefreut, dass es euch gefallen hat. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video, meine lieben Freunde. Peace and out. Peace.